Hallo Internet. Heute bin ich hier in Binswangen bei der Firma Barth Präzisionstechnik. Die haben zwei ältere Bearbeitungszentren mit modernster Technik automatisiert, ja sogar mit Robotertechnik versehen. Und wie die das genau gemacht haben, mit Hilfe der Firma Mitsubishi Electric und WBT Automation, das schaue ich mir da drin jetzt mal genauer an. So, bei mir ist jetzt der Herr Barth. Herr Barth, Sie sind hier Geschäftsführer der Firma Barth Präzisionstechnik. Was macht Ihr Unternehmen? Wir sind hier mechanische Fertigung von Bauteilen für die Automobilindustrie, Tränenfräsen, Bohren, Schleifen, Großserien, mittlere Serien, Automotive. Alles klar. Ich habe gehört, Sie haben eine ziemlich spannende neue Automatisierung. Wo finde ich die denn? Da fragen Sie am besten unsere Spezialisten. Hier um die Ecke finden Sie die Kollegen und die Anlagen. Wunderbar. Schaue ich mir gleich mal genauer an. So, hier ist es. Ein Mazak-Bearbeitungszentrum, sicherlich schon 15 Jahre alt. Und wir schauen mal, was man da heute draus machen kann. Deswegen ist hier bei mir der Herr Fleischmann. Herr Fleischmann, Sie sind Projektverantwortliche für diese Automatisierung. Was macht diese Automatisierungsanlage hier? Ja, also wir haben hier ein Rohteil, was über den Roboter in die linke Maschine eingelegt wird, in die rechte Maschine eingelegt wird und über den Nadelprinter noch beschriftet wird und wieder in den Stocker zurückgelegt wird. So, jetzt sind Sie von Mitsubishi Electric quasi als Generalunternehmer hier tätig. Was haben Sie denn von Ihren Komponenten hier eingebaut? Wir haben mal eigentlich die komplette Palette über HMI, über die Eingabe, SPS, Servotechnik und Robotertechnik, alles als Plug-and-Play-System verheiratet und hier implementiert. Wunderbar. Hier sehen wir gleich den Roboter in Aktion. Was ist das für einer und für was ist er eigentlich gedacht? Was tut er hier? Ja, das ist also ein Knickarmroboter mit 6 Freiheitsgraden. RV7 nennt er sich im Typ. Und dieser Roboter bietet hier in der zentralen Funktion eigentlich alles, was im Handling benötigt wird, um die beiden Seiten des Werkstückes zu bearbeiten. Jetzt steht ihr aber in der Mitte und die Maschinen sind links und rechts daneben. Wie kriegen Sie die Werkstücke da rein? Das war ein Clou. Wir haben also den Roboter als reines Bearbeitungs- und Zuführungsinstrument und die beiden Linearachsen, die rechts und links die Maschinen bedienen, werden zentral vom Roboter aus bestückt. Was ich hier sehe, scheint auch noch von Mitsubishi zu sein, dieses Bedienpanel. Worum handelt es sich hier und was ist da das Besondere? Also das GOT 2000, was hier als Produkt von Mitsubishi eingesetzt ist, wurde mit einer innovativen, selbsterklärenden Software bestückt von der Firma WBT, unserem Systempartner. Und er hat hier also eine Oberfläche geschaffen, was also ohne zusätzliche Komponenten und Schulungsmaßnahmen jeder Arbeiter bedienen kann. Da haben Sie gerade noch was genannt, die Firma WBT. Wie ist das, die Zusammenarbeit mit Ihnen? Ist das einer, den Sie beauftragen oder wie läuft das? Ja. Also wir als Mitsubishi, als Generalunternehmer, haben hier mit unserem Systempartner einen zuverlässigen Partner gefunden, der diese ganzen Komponenten miteinander verheiratet, ein Gesamtkonzept zusammen mit Mitsubishi-Komponenten dann ins Leben ruft. Jetzt wird so eine Automatisierung immer daran gemessen, was sie auch tatsächlich bringt. In diesem konkreten Fall, was ist denn der Effekt? Was ist jetzt besser geworden? Ja, also die Aufgabenstellung des Auftraggebers war es, eine autark arbeitende Maschine über eine Schicht zu haben. Und wir haben hier einen Return of Invest von 17 Monaten leisten können, sodass also der Auftraggeber hier hochgradig zufrieden war. Haben Sie da konkrete Zahlen? Was hat die Anlage vorher geschafft und was macht sie jetzt? Ja, also vorher hat hier ein Werker rund um die Uhr in der Schicht 8 Stunden arbeiten müssen. Jetzt haben wir die Bestückung innerhalb von einer Stunde mit Rohteilen und Fertigteilen in Name geschafft, sodass wir also nur noch ein Achtel der Zeit benötigen und auch die Kosten dann dafür einsparen. Wunderbar. Ja, das ist natürlich ein wirklicher, echter Effekt, den man da sehen kann. Man sieht also, es lohnt sich, Automatisierung auch zum Retrofit älterer Anlagen einzusetzen. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder Spaß gemacht. Ciao, bis zum nächsten Mal. Kanal liken, sharen, posten, abonnieren, whatever. Ciao, bis zum nächsten Mal.